Hallo, liebe Stirngeborene, ich begrüße euch hier recht herzlich wieder mal bei Löwenherz Lennemore zu eurem Reading für den Mai 2021. Ja, es ist euer Geburtstagsmonat und ich sage herzlichen Glückwunsch. Genießt euren Geburtstag, wie ihr das auch macht jetzt mit den Einschränkungen, genießt den Tag und macht das, was euch gut tut. Und genau, ich bedanke mich dann auch natürlich noch für die lieben Kommentare, die ihr hinterlassen habt, für eure Likes, für eure Abos. Es freut mich wirklich sehr, dass dieser Kanal hier so gut angenommen wird von euch und ja, freut mich wirklich sehr. So, meine Lieben, wir kommen jetzt zu eurem Reading. Ich habe wie immer 9 Lennemore-Karten ausgelegt. In der Mitte ist immer das Hauptthema. Und ich lese dann die Energien und was sich so als Thema dann rauskristallisiert. Ganz interessant bei euch heute. Genau. Und geklärt habe ich wie immer mit den Tarotkarten die einzelnen Situationen. Und dann werden wir auch schon mit dem Reading beginnen. Ich schlage die Klangschale an und ihr werdet, könnt euch ein bisschen hier auf euer Reading, auf dieses Blatt eingrooven. Und los geht's. Ja, so meine Lieben, für euch ist herausgekommen, als Hauptthema hier in der Mitte haben wir einmal den Hund, der ist bei euch rausgefallen. Also es geht hier um Freundschaft, um Loyalität. Der Hund steht auch, kann für einen Sohn stehen, für einen Bruder oder einfach für einen Freund. Ich lese das jetzt immer als Energie. Also es geht jetzt bei euch darum, dass ihr euch sehnt. Hier haben wir nämlich das Schiff, das steht für Sehnsucht nach einem Neubeginn und zwar auf dieser freundschaftlichen Ebene, was der Hund sagt. Also irgendwie ist das Thema bei euch im Mai, dass ihr da jemanden habt, eine Person, wo ihr euch wünscht, dass es freundschaftlich vielleicht wieder besser läuft, dass es zu einem Neubeginn kommt. Was auch immer da vorgefallen ist bei euch, ihr wünscht euch das auf jeden Fall sehr, dass es da wieder zu einer besseren oder einem besseren Umgang mit dieser Person kommt. Ich habe hier in der obersten Reihe, da geht es um Nachrichten, die ihr bekommt und zwar mit dem Buch zusammen heißt das, das sind so vertrauliche Nachrichten, vielleicht auch ein Geheimnis. Vielleicht kommt euch da irgendwas zu Ohren, ihr schnappt irgendwas auf oder jemand schreibt euch tatsächlich was über diese Person, wo ihr euch, entweder sind die Nachrichten sehr unklar, das zeigen die Wolken stehen hier für Unklarheit, aber auch für Sorgen, wo euch vielleicht etwas um diesen Menschen Sorgen macht, um eine Person. Der Hund kann natürlich auch für einen Sohn stehen, ne? Also vielleicht habt ihr einen Sohn, ja, wo es vielleicht nicht so vertrauenswürdig in der letzten Zeit war und da kommt euch jetzt etwas zu Ohren, was dieser Mensch vielleicht vorhat oder machen möchte und ja, das ist euch irgendwie nicht so klar, was da los ist. Ich habe geklärt mit dem Tarot und zwar für diese Reihe und da sind einmal 5 der Münzen gefallen. Das ist für mich so die klassische Mangelkarte. Ihr seht da 2 Personen, die um eine Kirche so herumlaufen, könnten reingehen, tun sie aber nicht und ja, frieren halt draußen und die sozusagen diese Bettlerkarte, diese Mangelkarte. Es kann gut sein, dass ihr Nachrichten bekommt und ihr habt tatsächlich Angst oder ihr macht euch Sorgen um diesen Menschen, der denn vielleicht in so einem Mangel ist, dass der vielleicht ja, mit seinem Geld nicht auskommt oder auf der Straße praktisch sitzt. Es sind so die Gedanken, die ihr euch über diesen Menschen macht. Es kann natürlich auch euch selbst betreffen, aber dadurch, dass das hier der Hund hier in der Mitte des Readings ist, denke ich schon, dass es um eine andere Person geht, wo euer Fokus drauf ist, wo ihr halt Angst habt, dass dieser Mensch in so einer Mangelsituation kommt durch seine Entscheidung, die er trifft.
Und ihr sehnt euch danach tatsächlich wieder nach mehr Vertrauen. Vielleicht habt ihr auch was damit zu tun, dass es vielleicht einen Streit gab und denkt, oh Mann, jetzt ist dieser Mensch aufgrund dessen in einer ganz schlechten Position und ihr wünscht euch denn deswegen, dass das zu einer freundschaftlichen, erneuten Aussprache oder zu einer erneuten Freundschaft halt kommt mit diesem Menschen. Ich habe geklärt, diese Reihe, was hat es denn hier jetzt auf sich eurer Sehnsucht nach dieser neu aufkeimenden Freundschaft? Und da ist einmal gefallen, das ist ganz interessant, finde ich. Das sind einmal zwei der Stäbe und drei der Stäbe. Das ist halt zwei, drei, so ein praktisch, es geht so weiter. Und das sind Stäbe. Stäbe stehen immer für Feuer. Ihr könnt es mit einem Widder, Schützen oder Löwen zu tun haben. Aber meistens lese ich das ja hier bei Löwen, Herz, Lenormand immer die Energien. Und wenn ihr jetzt Angst habt, dass dieser Mensch, dass es dem nicht gut geht, muss ich sagen, nein. Dieser Mensch, ihr seht, der hat zwei Stäbe, einer hinter ihm, einen in der Hand. Und der schaut so auf diese Kugel hier drauf, auf die Welt und guckt so in die Ferne. Das ist so eine Person, die sich fragt, ja, was bietet das Leben überhaupt noch für sich? Ist das, wo ich jetzt bin? Kann ich da kreativ sein? Ist da was Neues? Und der blickt halt auch sehnsüchtig, wie das Schiff hier halt auch, in die Ferne und möchte einfach was Neues in seinem Leben starten und ist auch durchaus optimistisch. Also der ist nicht im Mangel, der ist einfach, möchte, ich halte das nochmal näher ran, dann seht ihr das. Ihr seht ja diesen Menschen auch, der sieht nicht pessimistisch aus, nein, der ist halt neugierig, was das Leben ihm vielleicht auch noch zu bieten hat und verlässt eine alte Situation und geht halt nicht hier in die Kirche, möchte nicht mehr diese Sicherheit, die da ist, die auch haben kann, das möchte er nicht. Und ihr seid ja Stiere und Stiere ist ja die fixe Erde. Und ihr seid eher so konzipiert, fixe Erde ist halt immer dieses mehr Sicherheit und dieses Geduldige und warum soll ich mich weiter woanders bewegen, wenn es hier doch schön ist. Das ist so die Wesensart des Stieres auch. Und vielleicht könnt ihr das deswegen auch nicht so verstehen, dass vielleicht ein anderer Mensch, dass der diese Sicherheit nicht mehr möchte, weil es ihm vielleicht zu langweilig ist, weil es ausgedient hat. Also wie gesagt, wenn ihr euch dieser Sorgen macht, braucht ihr nicht. Dieser Mensch schaut sehr optimistisch in seine Zukunft, in ihre Zukunft. Und als Folgekarte hier drei der Stäbe spricht eben dafür, er hat auch schon viel für seinen Wunsch, für seine Träume getan, viel investiert und hat auch schon was erreicht. Also diese Person hat hier einen roten Mantel auch an, ist voller Leidenschaft auch, es steht ja auch für die Stäbe, voller Herzensleidenschaft, widmet er sich diesen Projekten und hat schon durchaus auch was erreicht und ist noch nicht ganz in der Manifestation angekommen, aber ist auf einem sehr positiven Weg dorthin. Und deswegen sind diese Sorgen vielleicht unbegründet, dass dieser Mensch in dem Mangel ist. Ist es ja immer so, wenn man keinen Kontakt hat oder vielleicht auch denkt, man hat selbst was falsch gemacht, dass man diese Gedanken hat. Aber dieser Mensch ist tatsächlich mehr mit seinen Projekten und Träumen und seiner Verwirklichung seiner Träume beschäftigt und ist da auf einem durchaus positiven Weg. Ja, dann die letzte Reihe. Also dieses Ausgang, was passiert weiter? Es kommt zu einer Entscheidung auch. Einmal die Wege, da sind sie, und einmal die Blumen. Also es kommt zu einer diplomatischen Entscheidung, vielleicht zu einer, ich würde nicht sagen unbedingt zu einer Aussprache, weil hier keine Kommunikationskarten sind, aber man trennt sich doch sehr diplomatisch voneinander und geht. Dieser Mensch geht hier ihren Weg und aber nicht im Zorn. Und das ist doch sehr schön, dass es da zu einer
diplomatischen Lösung kommt und zu einer Entscheidung. Und wenn ihr jetzt auf eine Zeit guckt, die Blumen stehen auch für Frühling, dass das im Frühling jetzt zu dieser Entscheidung kommen wird. Als dritte Karte habe ich die Schlange. Können wir auch als Personenkarte nehmen. Das steht für eine Frau halt. Es kann eine Kollegin sein oder eine Freundin auch. Es steht auf jeden Fall auch für eine sehr kreative Person, die da ist. Und diese Stäbe stehen ja auch für Kreativität. Also dieser Mensch, mit dem ihr es zu tun habt, ist sehr leidenschaftlich, sehr kreativ und ist mit seinen Projekten beschäftigt und ist auf dem Weg. Aber er ist nicht im Zorn, sie ist nicht im Zorn, sondern es kommt hier wirklich zu einer diplomatischen Lösung, was euch betrifft. Dann habe ich ja natürlich noch eine Zusatzkarte hier gezogen für dieses Outcome sozusagen. Da habe ich auch eine sehr schöne Karte. Ritter der Kelche. Ein Ritter steht ja auch für Bewegung und die Kelche stehen ja fürs Gefühl, für die Hingabe. Dieser Mensch ist auf einem Weg, also voller Hingabe und Leidenschaft und reicht euch auch diesen Kelch dann der Versöhnung, aber zieht seiner Wege. Also das steht auch dafür, steht auch für Inspiration, also dass dieser Mensch, der sich inspirieren lässt und kreativ ist, und dass es auch zu diplomatischen, gefühlvollen Lösungen kommt. Also die Kelche ist ja Wasser, Krebs, Fisch. Wen haben wir denn noch als Wasserzeichen? Skorpion. Könnte sein, dass ich es damit zu tun habe. Aber wie gesagt, ich sehe es immer als Energie. Und der Ritter der Kelche ist für mich der sehr gefühlvoll und sehr aus der Inspiration, der sich von seinem Gefühl auch leiten lässt. Vielleicht seid ihr es, aber dreht euch das um. Aber ich sehe es eigentlich mehr für euren Gegenüber, dass dieser Mensch halt sich inspirieren lässt und seiner Wege geht. Und aber mit euch wirklich das auf einer sehr diplomatischen, friedvollen Art und Weise löst. Also da braucht ihr keine Sorgen haben, wie hier, dass es jetzt aufgrund gewisser Vorkommnisse zu einer Mangelsituation kommt. Das ist nicht der Fall. Ja, meine lieben Stiere, ich werde natürlich auch hier eine Zeitkarte hier spontan oder live ziehen. Das mache ich ja jetzt immer. Die Zeitkarten geben vielleicht nochmal einen Anhalt, wann es passiert. Und zwar werde ich das jetzt auf diese Ritter der Kelche legen, wann dieser Kelch gereicht wird, wann man da eine Entscheidung getroffen wird, wo beide Parteien mit zufrieden sind. Und auch sonst inspiriert mich diese Karten, geben die nochmal ein bisschen Inspiration mit. Okay, Universum, bitte noch eine Karte, wann dieser Ritter der Kelche in Erscheinung tritt. Wann wird es zu dieser friedvollen, diplomatischen Entscheidung kommen? Wann kommt der Ritter der Kelche auf den Stieren zu? Eine Karte für den Ritter der Kelche. Manchmal dauert es, aber ich lasse die auch. Ja, siehst du, immer wenn ich das sage, fällt eine raus. Okay. So, da haben wir vier. Du kannst aufbauen, 4 Tage, 4 Wochen. Ja, wir haben ja denn, wir liegen jetzt für den Mai. Mag sein, dass es der 4. Mai ist. Kann auch sein, dass es das 4. Haus ist. Dann wäre das dann im Krebs. Das wäre dann im Juli. Oder 4 Tage, 4 Wochen. 4 Tage müsst ihr schauen. Wir haben heute Sonntag. Ich weiß gar nicht, haben wir heute den 26., 25. April, dass das gleich Anfang Mai passiert oder in 4 Wochen, dass das dann im Juni stattfinden wird. Und dass man vielleicht für dich auch, dass du dann wieder aufbauen kannst, wenn das mit diesem
mit dieser Person, die doch ihren eigenen Weg gehen will, dass du dann für dich selbst wieder aufbauen kannst und dass es von vorne beginnt, aber doch alles sehr friedlich. Und wenn wir die vier fürs vierte Haus nehmen, das wäre ja auch Krebs. Und dann spricht das ja auch wieder für die Kelche, für die gefühlvollen, für das Gefühl, dass man hier auf einer gefühlvollen Art auseinandergeht, also nicht im Bösen, sondern mit sehr viel Gefühl diese Entscheidung hier trifft. Behaltet das ein bisschen im Hinterkopf, die vier, vielleicht auch am 4. Mai, 4 Tage, 4 Wochen. Es wird ja auch hier, es kann ja auch sein, dass es im Mai angetriggert wird, diese Situation, und dass es dann tatsächlich im Juni zu diesem Ritter der Kelche dann kommen mag. Ich vom Gefühl her denke ich, es wird Ende Mai so sein. Kommt mir irgendwie gerade so rein, dass das vor dem Juni noch ist. Und dass dann dieser Ritter der Kelche, dass es zu dieser friedvollen Geste auch kommt von deinem Gegenüber, dass man da wieder mehr im Vertrauen ist und dass diese Fehde dann vorbei ist, die ihr mit dieser Person oder diesem Menschen habt. Dass da halt wieder diese Klarheit reinkommt. Ja, meine lieben Stiere, das war euer Reading. Es ging heute um Freundschaft. Wäre natürlich schön, wenn ihr das mir wieder kommentiert oder na klar, liked oder abonniert, wenn ihr das nicht schon habt. Das ist immer schön, wenn man Feedback hat, wenn ihr damit in Resonanz seid. Ja, meine Lieben, dann wünsche ich euch natürlich einen wunderbaren Geburtstag und ich werde natürlich auch wieder Wunschpartner-Orakel dann zwischendurch legen. Und ansonsten sehen wir uns dann spätestens wieder im Juni zu eurem Reading. Macht's gut, euer Löwenherz.